Ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Ali der Bastler. Ich habe jetzt vor kurzem, vor zwei Wochen, habe ich die Winkel und die Speedmarker von Let's Bastel zugeschickt bekommen. Danke an Michael. Und dafür möchte ich ein paar Halterungen bauen, das gesamte Paket dann schön an meine French-Klietwand aufhängen. Wie ich das mache, was ich dafür eine Lösung gefunden habe, das zeige ich euch jetzt. So habe ich mir die Aufteilung vorgestellt, dass ich die Winkel auf der Seite habe, die Speedmarker auf der Seite und hier ist jetzt natürlich noch ein bisschen Platz frei für weitere Werkzeuge, die vielleicht in Zukunft hinzukommen. Ich habe sogar noch so einen Mittenfinder, den könnte ich eventuell mit dazu packen. Der ist zwar jetzt nicht von Let's Bastel, aber passt farblich auch sehr gut dazu. So, den 6 mm Blutfräser, den habe ich schon drin, vom letzten Mal. Da stelle ich einfach mal so für ein paar Millimeter hoch und fräse das Ganze dann nicht in einem Durchgang, sondern in mehreren. Ja, dafür ist mir der Fräser, die Fräser sind zwar gut, aber es ist halt ein dünner Fräser, ein kleiner Fräser. Den will ich da jetzt nicht zu sehr belasten. Dann ziehen wir unseren Anschlag so, dass wir mittig von dem Material sind und dann können wir den Anschlag festziehen. Dann gucken wir mal, ob das reinpasst. Natürlich passt es rein. Es ist auch minimal Luft und es hält. So sieht das natürlich noch nicht schön aus und besonders, wenn man jetzt hier achtet. Ich nehme euch mal ein bisschen näher ran. Sag mal, wenn wir jetzt den Winkel dort so reinlegen, dann hauen wir nämlich hier mit dem Anschlag gegen die Leiste. Und das sieht natürlich nicht schön aus. Deswegen werde ich mir die Stelle rausschneiden. Und zwar mache ich mir jetzt hier die Markierung und dann die Tiefe 5, 6, ja, das sind 7 mm. 7 mm. So. Ja, das Stück hier muss dann raus. So, dann nehmen wir unseren Winkel, schieben das hier rein, zack, ist es genau in dieser Aussparung drin. Und es kann dann so nicht mehr in die Richtung nicht mehr rausfallen. Mit dieser MDF-Platte oder mit dem MDF-Streifen werden wir das Material jetzt ein bisschen dicker machen, damit es von der Wand nachher etwas absteht. Genau, das ist jetzt ein bisschen minimal, rundum etwas kleiner. Das ist besser fürs Verleimen, wenn das Teil jetzt hier hin und her rutscht, dann steht das nirgendwo über. Das werden wir jetzt so verleimen und dann mache ich davon nachher hinter der Kamera noch zwei weitere. Ich nehme mir was Schweres, irgendein dickes Stück Stahl. So,
So, ich lasse das Ganze jetzt erstmal trocknen und währenddessen mache ich schon mal die zwei weiteren und dann kommen wir gleich zurück zu den Speedmarkern. So, während der Leim trocknet, kümmern wir uns jetzt mal um die Speedmarker, die hinten einen eingelassenen Magneten haben. Das erleichtert uns natürlich die ganze Arbeit. Wir könnten als Gegenstück eine Unterlegscheibe nehmen, die wir dann einlassen oder festschrauben, wie wir wollen, und das Ganze dann so befestigen. Ich habe aber zufälligerweise hier von diesen Magneten, die genauso klein sind und flach sind, die werde ich dann direkt in diese Rückwand einlassen, mit Epoxidharz bekleben oder verkleben. Und zusätzlich möchte ich hier in dem unteren Bereich noch eine Stütze bauen. So, inzwischen sind die Halter auch fertig. Die Stopper für die Speedmarker, die habe ich jetzt auch soweit fertig gemacht. Hier werde ich das Ganze noch mal ein bisschen abschleifen. Die ganzen Markierungen, die scharfen Kanten kommen weg. Wie ihr seht, habe ich überall diese MDF-Streifen draufgeklebt. Und dann können wir das nachher dranleimen auf die Grundplatte. Jetzt will ich mir das, wie gesagt, grob mal hinlegen, anzeichnen alles und dann kleben wir das Ganze fest. Von der oberen Kante nehmen wir 7,5 cm, auch hier. Dann haben wir hier an der Außenkante, setze ich mir auch eine 9 cm. Am besten alles vorbereiten, Gewichte. Vorsichtig. Ich hatte mir hier so eine leichte, sehr, sehr dünne Markierung gesetzt. So, dann richten wir das mal aus. Unten gehen wir auf 9 cm. An der Seite gehen wir auf 9 cm. Von oben haben wir gesagt 7,5. 7,5. Nochmal das Gewicht drauf und nochmal prüfen. 7,5. 7,5. 9. So, für die nächste Halterung legen wir ein Maß fest von so 6 cm. Vorsichtig die 6 cm. Hier einhalten. So, die Halter sind jetzt auch fest. Die zwei sind durchgetrocknet. Da ist noch ein bisschen, das ist noch ein bisschen frisch. Wir wollen das jetzt, diesen Speedmarker, wollen wir mit der Kante von dem oberen Winkel, von dem großen Winkel, bündig mit der Kante haben. Wir wollen ja hier in dem Bereich den Magneten einlassen. Ziehen wir uns eine Linie. Dann gehen wir in die Richtung. Das ist ja die Außenkante. Und haben 40 mm. Das heißt, wir gehen jetzt hier mit dem Winkel wieder hier dran und messen unsere 40 mm aus.
Oh nein! Ey, warum? Wo kommt das jetzt auf einmal so? Oh, f***, ey. Jetzt habe ich zu viel genommen, ey. Schon wieder. Und hier habe ich noch den Mittenfinder, den ich parallel zu der Kante von dem kleinen Winkel befestigen möchte. Dazu nehme ich jetzt einfach meinen Kombiwinkel, peile das an und dann werde ich den einfach so befestigen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die Mitte von den Löchern markieren können. Dafür nehme ich hier den 15 mm Forstnerbohrer, der da exakt reinpasst, macht da mit der Zentrierspitze eine Markierung. Dasselbe machen wir auch hier. So, dann können wir das wegnehmen. Da bohren wir jetzt mit einem Bohrer durch, mit einem kleinen Bohrer und schrauben das Ganze von hinten nachher fest. Ausreichend sein. Also. Hier habe ich noch auf die Schnelle eine French Cleat-Leiste gefertigt. So, dann nehmen wir uns mal ein bisschen Hartwachsöl und versiegeln unsere Holzoberfläche. Es sitzt alles perfekt, es ist alles fest. So kann erstens nichts raus, nur so. Wunderbar fest mit den Magneten. Mir gefällt die Wand sehr, sehr gut. Das war jetzt meine Methode, wie ich die ganzen Werkzeuge an die Wand angebracht habe. Man muss es natürlich auch nicht so machen. Man kann auch ganz einfach Nägel oder Holzdübel an die Wand klopfen und das Ganze dann aufhängen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.